Engelchen, wir ziehen uns an. Ich würde mal sagen, da macht man sich doch sonst was für Gedanken. Papa hat alle Krankenhäuser abtelefoniert. Was ist denn nun mit Therese? Das wissen Sie mal wieder nicht. Aber haben die Entlassungspapiere schon geschrieben? Der Gerd, dieser junge Schnösel, will uns einfach rausschmeißen. Wieso denn? Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben eine Magenspiegelung gemacht. Das ist ja furchtbar. Ja und? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass sie das Kind einfach so entlassen. Lass, Papa, da willst du nichts ausrichten. Jetzt geh, wir müssen doch endlich mal wissen, woran wir sind. Christiane kennt das nicht. Wenn die mal ihre Meinung haben, kannst du ja gar nichts dran machen. Komm, wir gehen nach Hause. Papa, jetzt lauf doch nicht wieder weg. Versteh doch. Sie glauben dir nie. Therese muss erst zusammenbrechen. Danke, Papa. Bitte. Tschüss. 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 Kann es sein, dass Therese dasselbe hat wie Agnes? Wo ist Sandra verloren, ne? Das ist ja die von Mama. Und wenn es in der Familie liegt? Irgendeine vererbte Krankheit? Unsinn. Ihre Mutter hatte Krebs, das weißt du doch. Ich weiß überhaupt nichts. Und deswegen reden wir jetzt noch mal mit diesem Dr. Gerd. Ich bin satt, mich hilflos zu fühlen. Warte! Was machst du da, Mami? Du bist krank, mein Engel. Und diese Bücher hier helfen, Mami rauszufinden, was mit dir los ist. Aber die Ärzte haben doch mein Blut angeguckt. Ich hab doch kein Geisterblut. Die Ärzte sind schlampig, Therese. Sie schauen nicht genau hin. Das haben sie bei Agnes auch nicht. Schluss jetzt. Du bist barfuß. Nein! Du gehörst ins Bett. Nein! Sofort. Dr. Gerd? Ich hab's eilig. Klar, da ist ein Kind gestorben, das stirbt vielleicht ein zweites und Sie haben's eilig. Kenn ich Sie? Sie haben meine Nichte behandelt, Therese Lehnhoff. Magenspiegelung. Ach, die kleine Therese. Ja, aber die hat keine Magenspiegelung bekommen, das war nichts Ernstes. Ihre Kollegen waren sich bei Agnes auch sicher, dass da nichts Ernstes war. War's aber, sie ist tot. Agnes? Welche Agnes? Agnes ist Thereses Schwester. Therese hat eine Schwester? Warum weiß ich denn das nicht? Sie ist vor 3 Wochen gestorben. Herzversagen. Und keiner weiß warum. Warum hat Ihre Schwester uns das verschwiegen? Aus Angst. Dieselbe Geschichte nochmal. Thereses Krankheit. Kann sowas genetisch sein? Herzversagen und Magenreizung haben nichts miteinander zu tun. Vielleicht schauen Sie sich trotzdem mal die Unterlagen von Dr. Blum an der Uniklinik an. Ich rufe Dr. Blum gleich morgen früh an, dann können Sie mir die Unterlagen faxen. Ja, ich bin unterwegs. Bis gleich. Ein Notfall. Ich kümmere mich drum. Gleich morgen, ja? Da haben Sie aber Glück, dass Sie mich noch erwischt haben. Ich brauche die Unterlagen von Agnes. Für Dr. Gerd von den Städtischen. Therese ist bei ihm in Behandlung. Was ist denn mit Ihrer Nichte? Ich brauche einfach nur die Unterlagen. Gut. Ich werde sie kopieren lassen und sie ihm schicken. Ich kenne diesen Blick. Er tut weh. Sie denken, ich habe versagt, nicht? Haben Sie nicht? Wir haben alles medizinisch Mögliche getan. Wir haben überall gesucht. Es gibt diese Krankheit nicht. Selbst die Obduktion hat nichts ergeben. Keinerlei Hinweise auf nichts. Können beide Kinder an derselben Krankheit leiden?
Was hat Therese genau? Magenprobleme. Und? Ja, nichts. Bei Agnes haben Sie aber auch nichts gefunden. Magenprobleme und Herzrhythmusstörungen sind nicht dieselbe Krankheit. Verstehen Sie? So einen somatischen Verlauf gibt es nicht. Wie können Sie da so sicher sein? Agnes Krankheit hat mit uns Katz und Maus gespielt. Die Symptome waren so widersprüchlich, dass ich sie mir nur mit einer falschen Medikamentierung erklären kann. Ja, aber die haben Sie ihr doch gegeben. Moment mal, wollen Sie sagen, dass meine Schwester einen Fehler gemacht hat? Das ist ja unglaublich. Sie versagen und versuchen, die Schuld meiner Schwester die Schuhe zu schieben? Deswegen die Obduktion. Sie hat recht, man kann ihr nicht vertrauen. Christiane hat gesagt, Agnes sitzt im Himmel und guckt uns zu. Wieso kann Agnes gleichzeitig im Himmel und auf dem Friedhof sein? Du machst mir Kummer. Appetitlosigkeit, nichts essen. Was machen wir da bloß? Agnes hat auch nichts gegessen. Die Ärzte müssen begreifen, dass du krank bist. Da musst du ein bisschen helfen. Sonst glauben sie uns nicht, liebe Agnes. Das musst du jetzt nehmen. Oder willst du, dass es mir schlecht geht? Nein. Zeig. Gute Nacht, mein Engel. Hallo. Ich, Wie geht's, Therese? Alles gut. Fehlalarm. Hallo. Hallo. Kann ich dich irgendwo hinbringen? Damit? Im Auto. Danke. Ich hab's mir überlegt. Ich nehme Anwalt. Ich will Besuchsrecht. Zweimal im Monat. Tu das. Mama und ich haben was geübt. Wir können was ganz Tolles. Mama kann mich verzaubern. Noch nicht kommen! Nein! Wir sind soweit. Du darfst aber nicht lachen. Die Dr. Blum Agnes verschrieben hat. Hast du dich immer an die Dosierung gehalten? Kommt ihr? Ja, später, okay? Du wirst müde. Oh, so müde.